Herzlich willkommen zu unserem Silvester-Spezial von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Natürlich mit unserem lieben Dauergast David, der in Stock und Zylinder und Frack zu dieser feierlichen Ausgabe erschienen ist. Und Handschuhen. Und Handschuhen. Vom Allerfeinsten. Ich komme nicht vom Billard. Und wie es sich für eine Silvester, eine Feierausgabe gehört, haben wir heute zwei Dinge für Sie vorbereitet, nämlich einmal einen Schaumwein, einen Sekt, eine Art Champagner, das dürfen wir von deutschen Sekten nicht sagen, aber es ist im Prinzip dieselbe Methode, mit dem man ja um Mitternacht anstößt. Und zum anderen natürlich die obligatorische Neujahrszigarre, wo du letztes Mal schon keine Zigarre gekriegt hast, jetzt so heute aber auch geweint wahrscheinlich. Habe ich bis eben noch. Bis eben noch. Und Zigarre und Champagner ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Manche schreien laut auf und sagen, das geht überhaupt nicht. Andere sagen, das ist die perfekte Harmonie. Wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte dazwischen. Es kommt halt auf die Zigarre an und auf den Champagner bzw. den Schaumwein, ob es passt oder nicht. Ausgesucht habe ich mir einen deutschen Winzersekt von der Saar aus Eil, das Weingut Peter Lauer. Heute geführt von dem Sohn Florian Lauer, in, glaube ich, schon dritter Generation. Und die machen einen ganz besonderen Cremant, einen Schaumwein, der 1992 auf die Flasche gezogen wurde und dann nicht, wie es sonst üblich ist, für einen schon hochwertigen Winzersekt nach 12 bis 14 Monaten degorgiert wurde, sondern der lag tatsächlich bis September diesen Jahres auf der Hefe in der Flasche. Das heißt, 24 Jahre lag der im Keller, wurde immer schön handgerüttelt vom Kellermeister und die Hefe verhinderte das Oxidieren, sodass er noch eine sehr, trotz des hohen Alters, eine jugendliche Frische bewahrt hat. Der David erzählt uns, während ich versuche, ohne große Schweinerei den Sekt zu öffnen, etwas zur Zigarre, die du ausgesucht hast. Wir haben dich ja nach Kuba geschickt, zur Hoyo-Plantage. Und erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat und was du uns besorgt hast. Vielleicht lenkt das ein bisschen davon ab, wie ungeschickt ich die Agraffe hier gleich öffne. Ja, bei meiner letzten Kuba-Reise habe ich mich unter anderem mit dem Thema Tabak beschäftigt und bin unter anderem zur Plantage Hoyo de Monterrey gefahren. Mit dem PKW und dann fährt man da in der Region bei Pina del Rio. Da gibt es eine kleine Stadt namens San Juan y Martinez und dort befindet sich auch die Hoyo de Monterrey Plantage. Hoyo bedeutet eigentlich nichts anderes als Tal oder Senke und dieses fruchtbare Ackerland befindet sich in einer Senke rund um den Fluss gleichnamig des Ortes San Juan y Martinez. Ja, da war ich auf dieser Plantage. Und bin seither auch ein riesen Hoyo-Fan. Das sind sehr milde, aber auch komplexe Zigarren. Und habe die Zigarre nicht aus Kuba mitgebracht, weil diese Limitada hier gibt es natürlich auch in Deutschland. Aber sie ist nur limitiert erhältlich. Und das Besondere an ihr ist? Dass diese Zigarren... Sie heißt eigentlich Hoyo de Monterrey Hermoso Nummer 4, Hermoso für das Format. Aber und gleichzeitig bedeutet Hermoso übrigens schön. Schöne. Ja, die schöne Zigarre, Hermoso, schön. Ja, wieder was dazugelernt. Und das Wort Anejados bedeutet hier, dass die Zigarre reife gelagert wurde. Hier wurden 6 bis 7 Jahre alte Tabake miteinander vermählt und daraus wurde dieses für Hoyo untypische oder beziehungsweise Hermoso Nummer 4 hat Hoyo in keinem seiner Zigarren bisher angeboten. Und ja, diese Zigarre ist schon für den Anlass dementsprechend angebracht, würde ich sagen. Genauso ist es mit unserem Cremant, mit unserem Schaumwein. Der ist was ganz Besonderes. Und wenn Sie sich jetzt vielleicht wundern, was hat er hier für Riesentulpen benutzt? Man nimmt doch Schalen oder Flöten. Das ist dem Aroma abträglich. Es sieht zwar schön aus einer Sektflöte oder aus einer Champagnerschale zu trinken, aber das Aroma sammelt sich natürlich in dieser bauchigen Form viel besser. Und bevor wir die Zigarre anschneiden, würde ich vorschlagen, schnüffeln wir mal da dran. Das riecht schon bis hier.
Und du wirst überrascht sein, wie jugendlich und fruchtig der noch ist. Ja, der hat also ganz wunderbare, frische, mineralische Noten, Würze, Gewürze, Kräuter, auch ein saurer Apfel ist dabei. Herrlich. Und dieser Widerspruch Zigarre und Champagner kommt ja auch daher. Normalerweise sagt man einen Schaumwein, den gießt man ein und den trinkt man, der ist für den schnellen Genuss. Und die Zigarre, die soll man langsam genießen. Also als Begleiter eigentlich wirklich nicht ideal. Hier haben wir allerdings tatsächlich mal einen Schaumwein, der erstens nicht zu kalt serviert werden sollte. Ich denke, so 11 Grad ist ganz gut. Und der es zum anderen in einem Glas auch aushält. Der kann mal 20 Minuten gut stehen. Und selbst wenn die schöne Kohlensäure verflüchtigt ist, haben sie immer noch einen spitzen Riesling im Glas. Ich sag mal auf einen schönen Silvesterabend. Wir probieren den mal. Da haben wir eine ganz feine Perlage, also ein ganz angenehmes, feines Mousseux. Trocken, Trocken finde ich auch. zieht den Mund zusammen. Ja, und perlig. Perlig, Zitronenaromen, da sind richtig schöne Sachen bei. Die Götterfunken bestreitet heute Abend der amerikanische Dichter und Philosoph Henry David Thoreau. Das haben wir deswegen so ausgewählt, weil er 1817 geboren wurde. Und wir somit in das Jahr hinein feiern, indem wir seinen 200. Geburtstag begehen. Zu Thoreau später etwas mehr. Und an dieser Stelle vielleicht aber mal, bevor wir die Zigarre anschneiden, einen ersten Götterfunken von ihm. Ein kleines Zitat, was schon mal so in seine Welt hineinschnuppern lässt. Ich kenne keine ermutigendere Tatsache als die unleugbare Fähigkeit des Menschen, sein Leben durch bewusste Anstrengung in eine höhere Sphäre zu erheben. Es hat schon etwas zu bedeuten, wenn einer ein hervorragendes Bild zu malen oder eine Statue zu meißeln versteht, kurz etwas Schönheit in die Dinge zu bringen weiß. Aber weitaus köstlicher ist es, die Atmosphäre, das Medium selbst, durch welches wir hindurchblicken, zu meißeln und zu malen, wozu unsere moralische Kraft uns befähigt. Auf die Beschaffenheit des Tages einzuwirken, das ist die höchste Kunst. Jeder hat die Verpflichtung, das eigene Leben bis in seine Einzelheiten der Betrachtung seiner weihevollsten und kritischsten Stunden würdig zu gestalten. Ein Einblick in die Gedankenwelt von Henry David Thoreau, geboren wie gesagt 1817 und zwar in Concord in Massachusetts. Und dort war er als Sohn eines Bleistiftfabrikanten zunächst ein nicht reicher, aber doch halbwegs wohlhabender Mensch, der sich dem Müßiggang gern hingab. Und er studierte zeitweilig an der heutigen Harvard University, der berühmten Harvard-Universität, die damals noch Harvard College hieß. Und zwar studierte er Latein, Griechisch und Deutsch. Berühmt geworden ist er aber durch ganz etwas anderes. Und zwar durch ein Aussteigerprojekt, auf dem das wir später nochmal zu sprechen kommen. Zunächst erzählt uns David aber etwas über die Anejados, die er uns hier mitgebracht hat, über diese wunderschönen Zigarren. Sehr gerne. Also zu dem Format, es ist ein Hermoso Nummer 4 Format, das kennen wir auch von anderen Formaten, von anderen Herstellern, zum Beispiel auch von Paul Laranjaga. Da gibt es die Picadores, die hat auch das 1,91er Ringmaß, nicht Ringmaß, 1,91er Durchmesser entspricht einem Ringmaß von 48 und mit 12,7 cm Länge. Finde ich, ist das ein recht schönes Format, ähnelt einer kleineren oder schlankeren Robusto. Wollte ich gerade sagen, etwas schlanker als ein Robusto, wirklich sehr schönes Format. Du hast auch schöne Exemplare ausgesucht. Das Auge ruht mit Wohlgefallen
auf dem öligen, leicht schwächigen Deckblatt. Da hast du uns was Schönes für diesen Feiertag ausgesucht. Und erzähl uns doch nochmals ein bisschen was, was diese Zigarre nun ausmacht. Das Besondere an den Zigarren ist erstmal, dass sie, wie gesagt, reife gelagert sind. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Und dass auf der Kiste, auf der Rückseite steht nochmal das Wort Revisado, was bedeutet, dass die Zigarren nochmal einzeln, bevor sie in den Versand und in unsere Humidore gelangen, werden sie nochmal einzeln gecheckt, geprüft. So, dass diese Zigarren fehlerfrei sein sollten. Und das ist wirklich gerade bei kubanischen Zigarren ein sehr großer Vorteil, denn wie oft hat man es auch bei teuren und großen Formaten, dass da ein paar bei sind, die immer überhaupt nicht ziehen oder eben von der Qualität her nicht stimmen. Die zweite Bauchbinde mit dem Wort Anejados zeigt auch nochmal hier, dass die Zigarren schon was Besonderes sind und dass sie reifer gelagert sind. Der Kaltzug hat was sehr schön Süßliches, hat grasige, süßliche Aromen, da kommt auch ein bisschen diese Kuba-Erde durch, aber gar kein Pfeffer auf den Lippen, überhaupt nicht. Auch ein bisschen Zeder. Zeder-Aroma, das Zeder ist Einlage nicht in der Kiste. An der Einlage und wenn die jetzt, wie lange hast du, 5 oder 6 Jahre in der Kiste schon? 7 bis 8 Jahre. In der Kiste schon daran geschnuppert haben, dann haben sich die Aromen vielleicht ein bisschen vermehlt, das kann natürlich sein, daher vielleicht auch dieses leicht ätherische. Wir haben hier ein Boxing-Date von April 2006, also sind die jetzt schon 10 Jahre in dieser Kiste. Und den Manufakturcode haben wir da hinten drauf von SML ist das. SML ABR 06 für die Spezialisten unter den Aficionados, die das immer gerne wissen möchten. Sie sieht ein wenig boxpressed aus, oder? Durch die lange Lagerung in der Kiste. Also sie ist, glaube ich, nicht wirklich boxpressed hergestellt, aber durch die lange Lagerung in der Kiste kommt natürlich so eine gewisse Pressung zustande. Also von der Haptik her finde ich sie wunderschön anzusehen. Ich habe absichtlich auch ein etwas dunkleres Deckblatt ausgewählt. Ja, es ist das Schöne, habe ich ja gerade schon geschwärmt, schöne Deckblätter und Exemplare rausgesucht. Und wirklich ein schöner Kaltzug. Was sagst du dazu? Süß finde ich den Kaltzug. Eine schöne Süße, grasige Süße. Und dazu die Säure jetzt hier von dem Champus. Das böse Wort hat er gesagt. Wir dürfen natürlich zu einem deutschen Sekt nicht Champagner sagen, da kriegen wir Ärger. Nennen wir ihn Cremant, aber es ist die gleiche Methode, mit der Champagner hergestellt wird. Wie gesagt, eine klassische Flaschengärung. Es kommt ja noch mehr. Der kann wirklich mal stehen und etwas atmen. Ja, David, zünden wir das gute Stück doch einfach an. Geben wir ihr Feuer. Und ich möchte bei der Gelegenheit noch was zu unserem Götterfunkenpaten sagen. Thoreau, nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte, arbeitete einige Zeit als Lehrer und verließ dann diese Schule, weil er nicht bereit war, an den damals üblichen und auch geforderten körperlichen Züchtigungen der Schüler teilzunehmen, was schon einiges über seinen Charakter aussagt. Als die Schulleitung ihn darauf ansprach, dass er die Schüler gefälligst zu verdreschen hätte mit dem Rohrstock oder dem Lineal, holte er einige seiner Schüler nach vorne, holte ein Lineal raus und gab ihnen einen ganz zarten Klaps auf die Finger und im gleichen Atemzug kündigte er und ging hinaus. Dieser Einsatz für Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit zog den eigentlich heute mehr als Einsiedler verschrienen Thoreau sehr an. Er war ein Mensch, der Menschen brauchte und wollte, obwohl man heute immer dieses Klischee des einsamen Waldschrats hat. Warum, das werde ich später erläutern. Aber er hat sich immer für die Menschlichkeit eingesetzt, war ein ganz starker Gegner der Sklaverei. Aus diesem Grunde hat er auch, nicht nur aus diesem Grunde, aber auch aus diesem Grunde, eines seiner berühmtesten Werke, sozusagen den Widerstand gegen den Staat oder den zivilen Ungehorsam geschrieben, der viele, viele Leute bis in die 60er, 70er Jahre in der Ökobewegung fasziniert hat, aber auch andere Leute inspiriert hat, unter anderem
Mahatma Gandhi, der sagte, dass er sich sehr an Thoreau inspiriert hat, und auch Martin Luther King. Also er hat schon eine mächtige Wirkung gehabt, die er allerdings leider nicht mehr erlebte, weil er sehr früh im Alter von 44 Jahren wohl an den Folgen einer Lungenentzündung oder einer Tuberkulose verstarb. David, was sagt dir der erste Zug? Die Zigarre beginnt, startet wie erwartet für eine Hoyo, mild. Es sind ja auch sehr milde Zigarren. Aber was mir direkt auffällt, ist das große Rauchvolumen. Ja. Sie hat einen guten Zug und es kommt sehr viel Rauch. Und auch ein bisschen Leder habe ich da im Geschmack. Und ein angenehmer Rauch. Ja. Ein wirklich präsenter Rauch, der von der Textur her kaubar ist. Kratzt auch nicht. Kratzt nicht, ist eher cremig gehalten. Leder hast du gerade erwähnt schon. Ein bisschen Erde, Moos, Aromen habe ich da. Also das ist ein sehr angenehmer Start, den wir da haben. Und jetzt gleich wirst du mich entweder dafür mögen oder verachten. Du möchtest die China-Böller daran anzünden. Genau, aber das machen wir doch erst um Mitternacht. Je nachdem, wann Sie das gucken, können Sie ja sozusagen mit uns hineinfeiern ins neue Jahr oder Sie schauen sich das irgendwann im neuen Jahr an und können im Nachhinein schmunzeln. Nein, aber wenn du gleich, mach das Experiment gleich mal, trink mal einen Schluck. Warte nicht allzu lange und nimm dann einen Zug. Das Aroma wird dich verblüffen. Okay. Ich guck dir einfach mal dabei zu. Verändert sich. Völlig anders. Verändert sich krass. Ne? Es verändert sich absolut krass. Das ist also wirklich was. Das muss man einfach erlebt haben. Es ist nicht mehr die Zigarre dann. Es ist nicht mehr die Zigarre. Es ist absolut nicht mehr die Zigarre. Der Schaumwein ist so stark im Geschmack, kleidet so schön aus. Und dann den Rauch der Zigarre hinterher. Da haben Sie den Eindruck, Sie gehen durch irgendein mittelalterliches Kirchenportal und haben Weihrauch oder Myrrhe. Den hat er übrigens auch diesen leichten Styrax-Geruch. Den hat er auch überhaupt in der Nase. Aber mit dieser Zigarre kommt das dann auch wirklich zu tragen. Wird nicht jedermanns Sache sein. Ist für mich aber ein hochspannendes aromatisches Experiment. Und apropos Experiment, da wollte ich noch was zu Thoreau sagen. Er hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen unter dem Einfluss von Ralph Waldo Emerson dazu entschlossen, nachdem er diese Schule ja verlassen hatte, ein anderes Leben einzuschlagen. Zunächst, das war noch unabhängig von Emersons Einfluss, hat er gesagt, gut, wenn das mit der Schule nicht so läuft, gründe ich mit meinem Bruder eine eigene Schule. Das hat er auch gemacht und da hat er natürlich nicht körperlich gezüchtigt, sondern ordentlich gelehrt. Und dann verstarb sein Bruder nach einigen Jahren und daraufhin hat er die Schule dann dicht gemacht. Und dann geriet er in den Einflusskreis von Emerson, war auch sein Sekretär für eine kurze Zeit und entschloss sich dann, ein Leben, ein Experiment zu führen, allein im Wald zu leben. Er ist tatsächlich in den Wald gegangen, bei Walden, am Waldensee, so hieß der See, in das Grundstück gehörte oder war zumindest nicht weit von Concord entfernt, so 1,5 Kilometer, mitten im Wald an Waldsee. Und da baute er sich selbst eine kleine Hütte. Und in dieser Hütte, die er sich selbst gebaut hat, hat er dann 2 Jahre lang gelebt und die Natur beobachtet, hat dabei Tagebücher geschrieben, aus denen später sein berühmtestes Werk Walden oder Leben in den Wäldern entstand. Und diese Naturbeobachtungen waren jetzt nicht rein romantischer Natur, sie waren teilweise auch wissenschaftlicher Natur. Aber immer überhöhte er die Wissenschaft zum Mythos und zu dem, ja, man würde heute sagen, ganzheitlichen Aspekt. Er betrachtete alles so durch sich selbst hindurch, florizierend, könnte man sagen, sich selbst in die Natur ausweiten. Dazu vielleicht nochmal ein schönes Zitat, einen schönen Götterfunken. Und dann schleichen wir uns mal langsam in der Zigarre voran und melden uns dann wieder, wenn unser Sekt ein bisschen Perlage verloren hat, die Zigarre ein bisschen weiter gekrochen ist.
Ich sehe eine glühend rote Wolke am Horizont. Ihr sagt, es ist eine Dunstmasse, die alle Strahlen aufsaugt und nur die roten zurückwirft. Aber das hat nichts mit der Sache zu tun. Denn diese Vision von Rot regt mich auf, bringt mein Blut in Wallung, meine Gedanken in Fluss und erweckt unbeschreibliche neue Gebilde in meiner Fantasie. Das Geheimnis dieser Wirkung habt ihr nicht berührt. Wenn in eurer Erklärung nichts Mystisches liegt, so ist sie vollkommen unzulänglich. Gedanken über die Natur von Henry David Thoreau. 1817 geboren, zeitnah oder nahezu in dieselben Zeit liegt auch die Geburt von José René, ja, glaube ich. Und zu dem kannst du uns noch was erzählen, denn der war der Gründer von Hoyo, ne? Mhm. Und zwar lautet sein vollständiger Name José René y Batet, später auch Don José René y Batet genannt. Er emigrierte der Don, ja, der Herr. Im zarten Alter von 13 Jahren emigrierte er aus einer angesehenen katalanischen Familie nach Kuba zu seinem Onkel. Und dort kam er dann auch mit der Tabakindustrie halt in Kontakt und lernte dort viel über Tabak und über die Herstellung von Zigarren, bis ihm dann sein Onkel das Geld lieh für eine eigene Plantage, die er sich dann dort erwarb und 1850 seine eigene Zigarrenmarke, die sogenannte La Excepción, kreierte, die sofort ein Riesenerfolg wurde in Kuba. Und 1860 kaufte er sich dann gründete er dann die Hoyo de Monterrey Plantage, wo man heute noch durch dieses schön gefertigte schmiedeeiserne Tor kommt. Und ist heute noch werden dort die besten Tabake Kubas angebaut in dieser Region. Gehört zu Huerta Abajo? Genau. Also ich war ja dort und mein Ausgangspunkt war Vinales. Das liegt in der Nähe von Pina del Rio. Und dann bin ich dort mit dem Pkw nach San Juan y Martinez gefahren. Und dann fährt man dann endlose Kilometer an diesen wunderschönen Tabakfeldern vorbei, bis man dann irgendwann in diesem Ort ist. Und auf einmal steht man schon mitten im Ort vor diesem Tor und kann dann auf die Hoyo-Plantage gehen. Ja, war eigentlich, man muss es schon finden, also ich habe schon ein paar Leute fragen müssen dort, weil es eigentlich nicht so auffällt halt, ne? Man erwartet als Zigarrenfan aus Deutschland, was da auf einen zukommt, aber letztendlich ist es nur eine Plantage. Ja. Ne? Also da schön anzusehen, aber so wirklich viel passiert da nicht, außer dass der Tabak da in Ruhe vor sich hin wächst halt. Aber du hast uns eine wirklich schöne Neujahrs- oder Silvesterzigarre rausgesucht. Aus zweierlei Gründen. Einmal ist sie wirklich wunderbar harmonisch komponiert. Und durch dieses Alter der Zigarre, diese abgelagerten Tabake, diese gereiften Tabake, haben wir auch eine schöne Aromenkomplexität, eine Nussigkeit, die jetzt aufweist, die wirklich, ja, ich sag das wieder, ein Macadamia-Nussgefühl hervorruft, das wirklich. Aber auch das Revisado steht hier nicht umsonst auf der Kiste. Ich finde, bisher brennt sie der Zug tadellos ab. Ist wunderbar, ist tadellos. Aber noch ein anderer Grund spricht für eine solche Zigarre als Neujahrszigarre. Ich weiß von vielen Leuten, die rauchen das ganze Jahr keine Zigarre. Aber Silvester oder Neujahr, da rauchen sie eine. Und das ist eine Zigarre, obwohl sie sehr komplex ist, viele Aromen bietet, die kannst du einem Anfänger durchaus anbieten, weil sie nicht diese Schwere, diese Stärke hat. Du kriegst kein Nikotinflasch. Nein. Überhaupt nicht, finde ich. Bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Selbst kann noch kommen. Es kann noch kommen, es muss aber nicht. Ja. Und das ist eine wirklich, wirklich sehr schöne Zigarre zum neuen Jahr. Sie wird Jahr. Nicht langweilig. Ähnliches gilt übrigens auch für unseren Cremant, der wirklich stehen kann. Also der ist nicht zum Schnelltrinken gedacht. Ich würde ihn auch nicht, dazu ist er vielleicht zu krude im positiven Sinne des Wortes, als Essensbegleiter zu einem feinen Essen nehmen. Aber gerade Silvester, da hat man ja gerne mal ein paar Tapas, herzhafte, gute, exquisite Wurstplatte oder Schlachterplatte. Und dazu ist so ein Ding ideal. Auch zu
etwas deftigeren Gerichten im Allgemeinen. Da kann der gut mithalten, da macht er was her. Ich habe da jetzt im Nachhinein auch noch so eine maritime Note feststellen können, so etwas leicht Salziges. Das Salzige, ja, die Meeresbrise, da hast du völlig recht. Gepaart mit, sehr gut. Mit dieser Fruchtigkeit, das ist eine recht stimmige Sache hier, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt nicht so aus dem Bereich Sekt, Champagner komme, Schaumweine im Allgemeinen, kann ich mich mit diesem hier wohl anfreunden. Und er hat eben eine unglaublich feine Perlage, also ein ganz angenehmes Prickeln, nichts was... So eine eingepumpte Kohlensäure hat man da gar nicht, sondern das ist wirklich durch die natürliche Gärung hier entstanden. Übrigens auch der Flasche schreibt der Winzer auch drauf, Natur oder Nature. Und das bedeutet in diesem Fall, ich habe den jetzt verantwortlichen Winzer, den Florian Lauer, Peter Lauer, sein Vater hat diese Cuvée vor 25 Jahren, wie gesagt, 24 Jahren auf die Flasche gezogen und degorgiert eben, glaube ich, es steht auch drauf, im September 2016 erst, sehr jugendlich. Ich konnte Florian Lauer ein paar Fragen dazu stellen. Die genauen Lagen in Eil, die genauen Parzellen, konnte er mir nicht sagen, aber es sind alles Lagen aus Eil, überwiegend Steillagen. Er ging damals noch zur Grundschule, als der auf die Flasche gezogen worden ist. Und dieses Weingut baut naturnah aus. Man könnte sagen, biologisch oder ganzheitlich biologisch. Sie sind nicht zertifiziert, aber vielleicht sogar ein bisschen biologischer als andere, weil sie nicht nur auf Insektenvernichtungsmittel verzichten, sondern auch das im Biolandbau häufig vertretene Kupfer nicht spritzen, um sich eben damit auch nicht die Erde oder die Pflanzen zu versauern oder kaputt zu machen. Und das geht sogar so weit, dass sie auch unter der Agraffe, die ja den Korken festhält, keine Alufolie oder sowas haben, weil sie sagen, das braucht man wirklich nicht, das kann man ein bisschen sparen. Und sie haben auch ganz einfaches, ja fast schon recycelt gewirktes Papier hier drauf, dann sehr schön handschriftlich Flaschengärung hier draufstehen und handgerüttelt. Und das ist also wirklich ein Champagner, den können Sie sich zu Silvester gerne mal gönnen, ein wirklich für diese Qualität, 39, knapp 40 Euro kostet er im Handel, da zahlen Sie für jeden Franzosen und mancher feiner Franzose wirkt fahl dagegen deutlich mehr. Und er hat auch den Vorteil, wenn Sie ihn jetzt, weil wir das ja erst Silvester ausstrahlen, für dieses Neujahr nicht mehr bekommen, den können Sie bis 2030 noch lagern lassen, dann wird er immer noch frisch sein. Also der hat wirklich sehr viel Potenzial. Was hast du zum mittleren Drittel, in das wir langsam reinschleichen? Die Zigarre wird komplexer, bleibt immer noch relativ mild, aber sie ist wunderbar harmonisch abgerundet. Ich habe selten eine bessere Hoyo geraucht, beziehungsweise könnte das hier die beste Hoyo sein, die ich bisher geraucht habe. Ich habe ja schon sehr viele, du ja wahrscheinlich auch, aus der Hoyo-Serie. Die haben ein sehr breites Portfolio, Hoyo de Monterey. Es gibt da einmal die Le Hoyo-Serie und einmal die Serie Epicure. Mir gefällt sie besser als die Zigarren aus der Epicure-Serie, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde auch, dass man an Silvester nicht unbedingt eine Double Corona unbedingt rauchen muss. Aber man kann. Man kann. Wenn man die Zeit hat, aber die hat man Silvester. Die hat man, ja. Ja. Die ist auf jeden Fall definitiv zu schade, um sie einfach nur so dahin zu rauchen. Also da muss man sich schon ein bisschen, ich denke mal, die Muße nehmen und die Zigarre in Ruhe wirklich auch wirken zu lassen. Zumal man dadurch, durch das langsame Rauchen, immer noch mehr Aromen und immer noch mehr Freude daran hat. Apropos Freude, kommen wir nochmal zu unseren geistigen Genüssen zu Thoreau zurück, der, wie gesagt, dieses Experiment machte, in seiner Hütte am Wald zu leben. Die hat er mit eigenen Händen erbaut, am Anfang noch gar keinen Kamin drin gehabt, den hat er sich dann später nachgebaut. Und er verdingte sich in dieser Zeit sein Brot dadurch, dass er meinetwegen irgendeinem Nachbarn mal dabei half, selbst was zu zimmern oder zu bauen, dass er Landvermessung betrieb oder hier und da mal einen Vortrag hielt. Und entgegen der landläufigen Meinung, dass er ein totaler Aussteiger war, der die Gesellschaft sozusagen scheute, ist es in der Tat so gewesen, dass er die Nähe suchte. Er ging sehr häufig von seiner Hütte, von dem Wald,
wieder in den Ort zurück, um unter Leuten zu sein. Hatte dann allerdings auch oft sehr schnell genug von diesen Leuten und vor allen Dingen vor den Themen, die dann dort aufkamen. Was ihn besonders ärgerte, waren eben diese Ungerechtigkeiten in der Welt. Und es gibt ein sehr schönes Wort von ihm, was ich nur sinngemäß zitieren kann. Er hasse es, in einer Gesellschaft zu leben oder dass Leute sozusagen in führenden Positionen sind, die den Freihandel deutlich höher schätzen als die Freiheit. Und aktueller kann man, glaube ich, in unserer jetzigen Zeit kaum mehr sein. Hier nochmal ein anderes Zitat von Thoreau und dann schleichen wir uns ins mittlere Drittel. Ins Feuerwerk hinein. Das ist das letzte Drittel. Ne? Dann knallt es ins mittlere Drittel also hinein. Das Tischfeuerwerk. Hast du eins mitgebracht? Natürlich. Brauchst du im Wagen? Ja, wir müssen auch dem Fahrer sagen, dass er noch ein wenig warten muss, weil ich mich das wieder Video sich etwas hinzieht. Danke nochmal für den Hinweis, dass ich mich wieder verplappere. Ich gieße mir dann nochmal ein bisschen was nach. Und Sie können ja das Gleiche tun, wenn Sie das Silvester gucken, genießen Sie einfach mit uns zusammen. Hier nochmal ein schöner Thoreau. Bis gleich. Im Mythos waltet eine überirdische Intelligenz, die die unbewussten Gedanken und Träume der Menschen als Hieroglyphen gebraucht, um zur ungeborenen Nachwelt zu reden. In der Geschichte des menschlichen Geistes gehen diese in Rot und Gold erglühenden Fabeln den Mittagsgedanken der Menschheit voran, wie Aurora den Strahlen der Sonne. Der morgendliche Geist des Dichters, der Vorbote des Lichts der Philosophie, wohnt immer in diesem Frührot. Poesie drückt die ganze Wahrheit aus, Philosophie immer nur einen Teil von ihr. Ein anderes Wort von Thoreau. Wir sind bei unserer Zigarre mittlerweile, da quietscht der Tisch. Wir sind bei unserer Zigarre mittlerweile so weit, dass der erste Ring fallen musste. Ja. Aber sie entwickelt sich weiter. Sie hat eine, wie gesagt, sehr schöne Komplexität. Der Rauch wird niemals aggressiv. Nein. Abbrand gut. Erzähl uns mal ein bisschen was zur Verfügbarkeit, denn das wird den einen oder anderen auch interessieren. Ja, also das ist eine stark limitierte Zigarre. Trotzdem ist sie im Moment noch sehr gut verfügbar. Deswegen ein Tipp von mir, wenn ihr Interesse an diesen Zigarren habt, dann müsstet ihr sie jetzt kaufen. Wobei sie auch nicht ganz günstig ist. Es ist ja auch eine Feiertagszigarre. Ja. Stückpreis 13 Euro, die Zigarre und die Kiste. 25er Kiste kostet 325 Euro. Aber 13 Euro für diese Zigarre, meiner Meinung nach, ist sie es durchaus wert. Absolut. Also das kann ich nur unterschreiben. Es ist genau. Ich habe noch nicht ein einziges Mal nachzünden müssen. Sie brennt wirklich ganz gerade ab. Also hervorragend verarbeitet. Sie kratzt nicht, sie beißt nicht, sie wird nicht scharf oder heiß. Und sie hat keine Fehlaromen, nichts sticht heraus. Alles ist rund, alles ist geschmeidig. Eine Zigarre, die sowohl den Kenner zufriedenstellen wird, als auch den Einsteiger nicht überfordert. Das kann man nicht von allzu vielen Zigarren sagen. Und insofern wirklich was Schönes, was du da rausgesucht hast. Ich gieße mir noch mal ein Schlückchen hier nach. Ja, und zum Getränk soll dazu. Auch also ich kann jetzt zu dem Sekt, / Champagner, sagen, dass ich da positiv überrascht bin. Und das wirklich, dass es geht. Ne? Ja, ich freue mich, dass du mir das vorgestellt hast, weil ich da von alleine hätte ich dieses Experiment ja gar nicht gewagt. Ja, es ist, wie gesagt, viel scheuen davor zurück, aber gerade an so einem Feiertag, Silvester, Neujahr, wo man ja eigentlich beides hat, eine Zigarre und also ist schon klassisch dann. Ne? Man kann es tatsächlich machen und sie verändert sich krass, sobald man den Champagner, den Cremant im Mund hatte. Sie verändert sich wirklich krass nochmal in diese dominante Weihrauchrichtung. Das ist schon was Schönes. Was wir da haben. Wobei auch hier immer auch ein süßer Rum zu dieser Zigarre passen würde. Absolut. Das passt eigentlich alles dazu, was jedem Einzelnen so gefällt. Halt, ne? Der eine mag einen Whisky dazu, der andere lieber einen Rum. Das muss jeder selbst wissen. Wie die Geschmäcker eben so sind. Und das soll auch so sein, denke ich, bei der Zigarre. Und eben das passende Getränk dazu, das findet jeder für sich selbst raus. Wir haben dieses Pairing eben aufgrund des Neujahrs sozusagen
jetzt gewählt. Hast du denn auch gute Vorsätze genommen schon für 2017? Ja, ich habe mir den guten Vorsatz genommen, alle guten Vorsätze in der ersten Woche zu brechen. Ja. Und wird er verraten, das wird anstrengend. Er wird jede Woche ein Video rausbringen. Ganz bestimmt, ja. Nein, das wird häufiger angefragt, ob man nicht mal in einem schnelleren Turnus Videos bringen kann. Dazu fehlt leider oftmals die Zeit. Wir können nur an Wochenenden drehen, die frei sind. Nicht alle Wochenende sind frei. Und auch dann dauert es eine ganze Zeit, bis ich die Zeit finde, diese Filme dann zu schneiden und hochzuladen. Außerdem auch das ganze Autogrammkarten aus unterschreiben, stundenlang. Das kommst du auch damit. Das kostet auch Zeit. Ich habe noch keine Autogrammkarte. Noch nicht. Wir werden gleich nochmal uns im letzten Drittel melden. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr Kraft an. Ich habe das Gefühl, dass die ein bisschen anzieht. Wollte ich auch gerade sagen, sie bekommen ein wenig Power, um es mal so auszudrücken. Und ich glaube, wenn dann der zweite Ring langsam fällt, dann sind wir so weit, dass wir sagen können, dass wir ihr ein Zeugnis ausstellen können. Apropos gute Vorsätze, vielleicht dazu noch ein kleines Zitat von Thoreau, zu dem vielleicht noch zu sagen wäre, dass er nach seinem Experiment Walden, nach diesen 2 Jahren natürlich auch wieder in der Stadt in Concord gelebt hat, die übrigens Zeit seines Lebens nicht verlassen hat, nur für den Aufenthalt an der Universität und immer mal wieder knapp bei Kasse war und dann wieder das Geschäft seines Vaters sozusagen übernommen hat, der schon verstorben war und wieder in die Bleistiftmanufaktur ging, die angeworfen hat und diese Bleistiftherstellung auch perfektioniert hat. Bei allem, was er tat, war er mehr oder weniger Perfektionist. Und das Schöne an ihm ist, er war auch Perfektionist im Notizenmachen. Denn neben seinem Hauptwerk Walden, ein Leben in Wäldern, das wir schon erwähnt hatten, das es in Übersetzungen, in zahlreichen Übersetzungen mittlerweile gibt, das kriegen Sie auch heute noch gut in jeder Buchhandlung, neben diesem Hauptwerk viele Essays geschrieben hat. Ich erwähnte den zivilen Ungehorsam, sehr lesenswert auch heute noch. Er war immer für den gewaltfreien Widerstand, obwohl er eine Ausnahme machte, und zwar verehrte er einen Sklavenbefreier, Brown hieß dieser Mann, der mit einer kleinen Guerillagruppe versuchte, also Sklaven zu befreien. Thoreau selber schmuggelte Sklaven übrigens auch über die Grenze nach Kanada. Er half also auch in dieser Hinsicht mit. Und diesen Brown, den man später einfing und hinrichtete, den hat er sehr verehrt. Er selbst aber betonte immer wieder, Widerstand, ziviler Widerstand und ziviler Ungehorsam muss immer gewaltfrei sein, was eben dann auch Martin Luther King und Mahatma Gandhi so sehr inspirierte. Und du sprachst von guten Vorsätzen, dazu habe ich auch noch ein schönes Zitat von Thoreau gefunden. Das möchte ich Ihnen zum Schluss der Götterfunken-Zitate noch anbieten und dann kommen wir dazu, unserer Zigarre und unserem Cremant ein Zeugnis aufzustellen. Tu nichts bloß aus gutem Vorsatz. Gewöhne dich, nur der Liebe nachzugeben. Überlass dich dem Zauber der Anziehung. Es ist vergebliche Mühe, über ein ersonnenes Thema zu schreiben. Wir müssen warten, bis es eine Flamme in uns entzündet. Alles, was man machen sollte, sollte man mit Liebe und mit Hingabe tun. Das lässt sich, glaube ich, aus diesem Zitat von Thoreau sehr gut heraushören. Und mit Hingabe schwelgen wir in den Aromen dieser Zigarre, die zum Schluss tatsächlich nochmal anzieht. Und auch etwas kräftiger wird. Stellen wir also, ja genau, das meinte ich mit anzieht. Stellen wir eher ein Zeugnis aus, dann muss man sagen, das wird schon recht hohe Punkte kriegen. Ja. Also da ist... Also würde ich ihr gönnen, der Zigarre. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du sagen? Aroma? Ich finde sie sehr komplex und überragend. Also natürlich auf meinen persönlichen Geschmack zugeschnitten ist es die Zigarre, die einen Dauerplatz in meinem Humidor haben wird. Ja, solange es sie noch gibt, ja, auf jeden Fall. Man muss sich ein paar vorkaufen. Und das Schöne bei Anejados allgemein ist ja, wenn Sie kubanische Zigarren heute kaufen, normalerweise sind die so frisch,
dass man sie vielleicht eher noch mal ein paar Jahre im Humidor lagern Am lassen besten. sollte, bis sie dann wirklich auf dem Höhepunkt ihres Potenzials sind. Und in diesem Fall wird sie schon so ausgeliefert. Das ist das Schöne. Sie kaufen diese Zigarre und die hat ja schon viele Jahre Reifung dann hinter sich und ist dann auf dem Höhepunkt. Also die kann man auch gut als Geschenk Direkt genießen halt. direkt genießen. Und das tun wir jetzt auch. Und wir blenden die oder haben schon eingeblendet die Bewertung neben uns stehen. Zu unserem Sekt. Alles, was ich schon gesagt habe, also hocharomatisch. Du hast die Salzigkeit angesprochen, Mineraligkeit. Es ist ein Riesling. Fruchtig. Und je länger der steht, desto mehr hat man auch Trockenfrüchte, aber auch exotische Früchte, Ananas. Ja, Ja. die Ananas, die habe ich auch tatsächlich. Nein, das ist. Aber auch an sich auch im Geschmack sehr trocken. Das ist klar, das ist ein Brü de Brü, könnte man sagen. Wirklich wie ein ordentlicher Champagner und noch besser teilweise. Wirklich eine trockene Angelegenheit. Also er gefällt mir auch von Schluck zu Schluck besser, muss ich sagen. Das ist das Erstaunliche. Den kann man stehen lassen. Den kann man warm werden lassen, wärmer werden lassen. Und selbst wenn Sie so eine Flasche nicht ganz austrinken, lassen Sie sie im Kühlschrank stehen. Am nächsten Tag haben Sie immer noch einen guten Riesling, selbst wenn das Mussierende nicht mehr da ist. Es ist immer noch eine Flasche, die auch einen wirklich guten Wein zur Grundlage hat. Und das merkt man ihr eben an. Diese Weinigkeit, diese Trauben, die da drin sind, die springen einen förmlich an. Mit einer unglaublichen jugendlichen Frische noch. Und dazu sei vielleicht nochmal erwähnt, sie hat eine lange Lagerfähigkeit. Den Preis hatte ich, glaube ich, schon genannt. 40 Euro ist nicht zu viel, bei weitem nicht zu viel bezahlt. Und sie eignet sich, wie gesagt, auch mal für einen schönen Feiertag wie Silvester. Und in diesem Sinne möchten wir es auch nicht unterlassen, Ihnen für das neue Jahr alles Gute, die besten Wünsche von hier aus zu geben. Hoffen, dass Sie uns treu bleiben. Weiterhin in den Kommentaren schreiben, was Ihnen gefällt oder nicht gefällt. Für positive Kritik sind wir auch immer, wenn Sie was haben, was Ihnen nicht gefällt und Sie meinen es gut mit uns. Wir gehen darauf ein, wir versuchen auch immer zu antworten, David oder ich. Und irgendwie wird das für uns auch immer mehr zum Bestandteil unseres Privatlebens, diese Videodrehs. Und Ihnen wünschen wir alles Gute, David, von dir wahrscheinlich auch die besten Wünsche. Auf jeden Fall. Und wir würden uns freuen, wenn Sie die nächste Folge Götterfunken wieder einschalten. Und in diesem Sinne, bei allem, was man auch zu einer Feiertags-Silvesterzigarre sagen kann, bleibt am Ende mein üblicher Spruch: Manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre.